Lebenslänglich. Moment mal, Derek. Dr. Preston? Sie sind sich darüber klar, dass Ihre Aussage zu diesem harten Urteil geführt hat? Ich bin nicht der Richter. Haben Sie einen Moment Zeit? Harry, Ihre Aussagen waren es, die dem Angeklagten das Genick gebrochen haben. Sie wissen, was ich meine. Der Mann war im Augenblick der Tat einfach nicht zurechnungsfähig. Er hat einen Blackout gehabt. Er war nicht imstande, klar zu denken. Die ärztlichen Gutachten können doch nicht so einfach vom Tisch gewischt werden. Sei es erst dem Richter, den Geschworenen. Ich habe den Täter noch am Tatort vernommen. Ich habe vor Gericht meinen Eindruck geschildert. Und das wahrheitsgemäß. Seien Sie nicht empfindlich. Ganz offenbar sind Sie sich über den Eindruck nicht klar, den Sie machen. Vor Gericht machen. Mit Ihrer Person, mit der Art Ihrer Aussage, wie Sie sie machen. Was für eine Art ist das? Sie werden zu sicher. Als halten Sie selbst es für unmöglich, sich irren zu können. So, dann bestätige ich Ihnen sehr gerne, dass ich es nicht für unmöglich halte, mich zu irren. Dafür ist mein Geschäft zu schwierig und dass es schwierig ist, das weiß ich. Das weiß ich jeden Tag, das weiß ich jeden Augenblick. Ach, gehen Sie zum Teufel. Lieber erst mal Mittagessen. Tag, Herr Anwalt. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Ach, du bist es. Du rufst hier an? Ich habe mir gedacht, dass du noch im Gericht bist. Bleibst du bei heute Abend? Natürlich. Ich gehe gar nicht mehr in die Kanzlei, sondern gleich nach Hause. Wann kommst du? Ich soll dich abholen? Von wo? Von zu Hause? Wieso? Ist dein Mann nicht da? Dann weiß er also Bescheid. Weil ich es ihm erzählt habe. Und er hat's mir auf den Kopf zugesagt. Also bitte komm und hol mich ab. War wohl sehr verwundert, was? Hat er gleich Ja gesagt? Nein, nicht gleich. Kämpfte mit seinem Erstaunen, ja? Ja. Alexander, du hast mich gefragt nach meinen Beziehungen zu Dr. Prestel. Und ich habe dir ganz ehrlich geantwortet. Wofür ich dir dankbar bin. Ich betone es nochmal. Und du hast keinen Hintergedanken dabei? Welchen sollte ich denn haben, ne? Das weiß ich nicht. Aber du wirst ihm keine Szene machen. Neige ich dazu? Nein, dazu neigst du nicht, das weiß ich. Und trotzdem, du irritierst mich. Womit? Womit? Mit der Ruhe. Mit der Ruhe, mit der du es aufnimmst. Keine Sorge, sie kostet mich auch etwas. Ich habe einen Liebhaber und du... Musst du es so sagen? Ich will es so sagen. Ich muss es so sagen. Weil jetzt ist der Moment gekommen, wo wir ganz ehrlich miteinander sein müssen. Wir dürfen uns nichts mehr vormachen. Es ist nicht meine Sache. Und deine auch nicht. Ja, da stimme ich dir zu. Man darf sich nichts vormachen. Ich mache mir nichts vor, Dora.
Er kommt also. Ja. Möchtest du jetzt deinen Tee haben? Ja. Doch. Komm, hilf mir. Doch, bitte hilf mir. Danke. Geht's? Ja, es geht doch. Ich spüre, dass ich damit immer geschickter werde. Sieh mal, meine Lernfähigkeit ist ungebrochen, aber nach Lage der Dinge auch begrenzt. Frau Wilmers, bitte den Tee für meinen Mann. Tag, Vera. Wartest du schon lange? Als du angerufen hast, bin ich gleich losgefahren. Sag dem Kollegen Schneider, dass ich nicht mehr ins Büro komme, weil ich heute Abend eine Verabredung habe. So. Das wär's. Du siehst heute wieder reizend aus. Wirklich? Ganz reizend. Ach, Gerhard, ich habe alles für heute Abend für deinen Empfang vorbereitet. Alles hängt fix und fertig im Schrank. Hm? Danke, Mama. Ja. Musst du dich nicht langsam fertig machen? Ja. Willst du mich vielleicht fragen, was du anziehen sollst? Was würdest du vorschlagen? Dich anzuziehen, wie es deiner Art entspricht. Kühle Eleganz, strenge Linie, gelockert durch einen kleinen, kaum bemerkbaren Schuss von Verwegenheit. Verwegenheit? Ja. Das bist du, meine Liebe. Du hast Mut. Mut geht immer Hand in Hand mit einer Neigung zur Aggression. Ich bin aggressiv? Was nichts Besonderes ist. Mut und Aggression sind Überlebensmechanismen. Überleben wollen wir alle. Wann kommt denn dein Knabe? Alexander, soll er lieber nicht kommen? Ich habe doch mit dem Mann zu tun. Wie kann ich dem aus dem Wege gehen? Wie kann ich das? Deine Ruhe ist unnatürlich. Hast du auch für mich einen Grund zur Verwunderung? Tag, Herr Dr. Preske. Guten Tag. Herr Kolberg erwartet Sie. Frau Kolberg... Zieht sich gerade an. Herr Kolberg möchte noch einen Drink mit Ihnen nehmen. Herr Dr. Preske. Entschuldigen Sie, ich bin immer noch versucht aufzustehen, was eins beweist, dass der Mensch aus Reflexen besteht. Guten Tag. Frau Wilmers, machen Sie uns die Drinks. Was nehmen Sie, Doktor? Einen Whisky. Whisky, bitte. Etwas unsicher, hm? Ja, natürlich. Etwas, was ich an Ihnen gar nicht gewöhnt bin. Ich dachte, Ihre Selbstsicherheit ist gar nicht in Frage zu stellen. Nun, es gibt Umstände, die... Selbstsicherheit.
als etwas Unnatürliches erscheinen lassen. Danke, Frau Wilmers, danke. Umstände, sagen Sie, Dr. Pressel, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, sind Umstände eingetreten, die auch meine Selbstsicherheit als etwas Unnatürliches erscheinen lassen. Dora hat mir von ihrer Beziehung zu Ihnen berichtet. Ich möchte etwas betonen, dass die Initiative dazu nicht von mir ausgegangen ist. Was ich Ihnen unbesehen glaube. Dora fand sich schon immer am schnellsten zurecht auf dem sogenannten Boden der Tatsachen. Aber sie wird sich nicht überrumpelt haben. Etwas entgegenkommen werden sie wohl auch gezeigt haben. Ja, ich habe es da schwerer, mich auf dem Boden der Tatsachen zurechtzufinden, obwohl ich da Fortschritte mache. Fortschritte machen heißt akzeptieren. Lieber Freund, ich akzeptiere die Tatsache, dass die menschliche Natur nicht außer Kraft zu setzen ist. Dora, komm nur, komm nur. Es hat keine Szene gegeben. Wir nehmen einen Drink zusammen. Nicht wahr, Dr. Pressel? Wir nehmen einen Drink zusammen. Dora, du siehst wirklich ganz hervorragend aus. Das war immer eine ihrer Stärken, Dr. Pressel. Sich richtig anzuziehen. Wir empfangen heute ist offiziell ein kleiner Kreis, aber ausgesuchte Leute aus Wirtschaft, Politik, Kultur. Diese Leute neigen dazu, sich sehr konservativ zu geben, was sie von Haus aus gar nicht sind. Aber was Dora auszudrücken versucht, in der Art, mit der sie sich anzieht. Mit kühler Eleganz, strenger Linie. Dora mit einem Schuss Verwegenheit. Wissen Sie, Dr. Pressel, dass Dora extrem verwegen ist? Unsinn. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Ja, ja, ihr müsst jetzt gehen, natürlich müsst ihr jetzt gehen. Na, geht doch. Na, geht doch. Geht, verflucht doch mal, geht, geht. Sie werden viele Leute treffen, die ich kenne, die mich kennen. Ich bitte Sie zu grüßen. Die übliche Erklärung abzugeben. Ja, ja. Ich werde das alles tun. Auf Wiedersehen. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir zumute war. Hat er dich gequält? Nein, er war sehr freundlich. Aber er hat gewusst, wie mir zumute war. Ich hatte fast den Eindruck, als ob ich ihm leid tue. Ach was? Warum solltest du ihm leid tun? Ich sage, es war mein Eindruck. Jedenfalls haben wir jetzt klare Verhältnisse geschaffen. Herr Kolberg? Ja? Soll ich Ihnen jetzt das Abendessen bringen? Ich habe keinen Hunger. Aber Sie müssen doch etwas essen. Gut, 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 gut. Wenn Sie meinen, esse ich also etwas. Schön, dass Sie vernünftig sind. Ich gebe mir Mühe, Frau Wilmers. Wie Sie sehen. Meine Nichte ist da. Sie wird Ihnen den Tisch decken. Lisbeth? Guten Abend, Herr Kolberg. Ja, besuchen Sie mal wieder Ihre Tante? Ich komme gern hierher. Sie kommen gern hierher. Bei Gelegenheit sagen Sie mir mal, warum. Geben Sie mir meine Kunstbeine mal da. Geht es nicht so, wenn ich Ihnen helfe? Das habe ich noch nicht probiert. Aufstehen kann ich, aber mehr nicht. Versuchen Sie es doch mal.
Feder. Aber was mir nicht gefällt, ist, abhängig zu sein. Aber Sie sind doch nicht von mir abhängig. Vorsichtig. Frau Wilmers, Lisbeth hat eine Begabung als Krankenschwester. Hat sie mal gelernt, wie man mit einem Krüppel umgeht? Sie hat gar nichts gelernt. Sie mag sie. Hören Sie nicht auf meine Tante. Danke. Das eins klar ist. Ich möchte kein Mitleid. Aber so ist es doch nicht gemeint. Wie ist denn gemeint? Mit der Art, die Sie haben, werden Sie alle Ihre Freunde verlieren. Gibt es die noch? Zwei sind davon gerade in diesem Raum. Danke, Frau Wilmers. Darf ich dann fragen, ob meine Freunde mit mir zu Abend essen wollen? Ich habe schon gegessen, aber Lisbeth leistet Ihnen gerne Gesellschaft. Bitte, Lisbeth, nehmen Sie Platz. Danke, ist gut. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Frau. Herr Mondami. Wie geht es Ihrem Gatten? Er sagte zu mir, grüß meine Freunde. Und da Sie ein Freund von ihm sind, viele Grüße. Es tut ihm sehr leid, dass er nicht selbst kommen konnte. Keine Besserung? Nein. Er ist dreimal operiert worden, aber leider. Darf ich Ihnen Dr. Pressel vorstellen? Guten Abend. Guten Abend. Herr Monardi ist der Besitzer des Böckmann Verlages. Und Dr. Pressel ist der Anwalt meines Mannes. Er vertritt ihn in seiner Unfallsache. Gibt es Schwierigkeiten? Ja. Es ist nicht klar, wer den Wagen, der den Unfall verursacht hat, gefahren hat. Zwei Männer waren im Wagen, einer total betrunken. Wir sind der Meinung, es war der, der den Wagen gefahren hat. Aber der andere wurde als der Fahrer ausgegeben. Ist das nicht nachweisbar? Nur sehr schwer. Wie trägt es Ihr Mann? Bewundernswert. Grüßen Sie ihn, ich rufe ihn mal an. Kann man sich mit ihm mal zum Mittagessen verabreden? Ja, er würde sich sicher sehr freuen. Entschuldigen Sie uns bitte. Guten Abend, liebe Frau. Darf Lisbeth sich jetzt verabschieden? Ja, natürlich. Natürlich. Ich möchte mich noch bedanken, Herr Kolberg. Ich muss mich bedanken. Es hat mir Spaß gemacht, nicht allein zu sein. Ich möchte noch etwas sagen. Falls ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, brauchen Sie es mir nur zu sagen. Danke, Lisbeth. Aber Sie können mir nicht helfen. Ich wollte es nur angeboten haben. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. So ist gut. Willst du nicht noch mit hereinkommen? Bitte, Dora, es wäre mir unangenehm. Er ist doch schlafen gegangen. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Vor einem Mann, der sich nicht bewegen kann. Ich habe mich tatsächlich vor ihm gefürchtet.
Haben Sie noch einen Wunsch, Frau Kolberg? Nein, danke, Frau Wilmers. Nehmen wir nur was zu trinken. Mein Mann? Ist schlafen gegangen. Wie hat er den Abend verbracht? Er hat gelesen. In was für eine Stimmung war er? In keiner besonderen. War er gereizt, aufgeregt, ärgerlich? Nein, viel ruhiger als sonst. Gute Nacht, Frau Wilmers. Dr. Prestel. Ja. Unser Prestel. Rechtsanwalt Prestel. Erschossen. Er wollte gerade in die Garage fahren, er wurde erschossen, am Steuer. Zeugen? Keine. Der Täter muss vor dem Haus auf ihn gewartet haben. Unser Dr. Prestel. Die Schüsse kamen von hier. Hier hat er gestanden. Du, sind die Hausbewohner schon befragt worden? Ja, aber keiner hat was bemerkt. Hm. Außer den Schüssen natürlich. Die haben die meisten aufgeweckt. Ihr habt mir vielleicht einen parkenden Wagen entdeckt, der nicht hierher gehört. Nichts. Es ist nicht anzunehmen, dass er mit dem Wagen hier vorgefahren ist, um so schnell wie möglich wegzukommen. Ja, das ist anzunehmen. Wo wohnt Dr. Prestel? Ganz oben. Hat er Familie? Nur seine Mutter, die lebt bei ihm. Wo war Ihr Sohn heute Abend, Frau Prestel? Auf einem Empfang. Er begleitete die Frau eines Klienten, für den er einen Prozess führt. Mhm. Ja, wir müssen ja von der Vermutung ausgehen, dass der Täter oder die Täter gewusst haben, dass Ihr Sohn heute Abend nicht zu Hause war. Sie haben auf ihn gewartet, meinen Sie? Ja, doch, das ist möglich. Um was für einen Empfang handelt es sich? Um den Empfang des Markwalder Bankhauses. Und der Name der Dame, die Ihr Sohn begleitet hat? Frau Kolberg. Ihr Mann ist der Verleger Kolberg. Und der begleitete Sie ebenfalls? Nein. Ihr Mann ist nach einem Unfall gehbehindert. Wo ist Frau Kolberg jetzt? Ich meine, wo könnte sie sein? Ich nehme an, dass mein Sohn sie nach Haus gebracht hat. Ich wollte Sie schon anrufen, um ihr mitzuteilen, was geschehen ist. Aber ich wollte diesen Anruf Ihnen überlassen. Die Telefonnummer steht dort, auf einem Zettel. Hm. Warum wollten Sie den Anruf mir überlassen? Sollte diese Frau in diesem Fall eine Rolle spielen, so dürfte wichtig sein, was sie sagt und wie sie es sagt. Ich nehme an, dass man Ihre Erfahrung benötigen wird. Sie sagen, sollte seine Frau eine Rolle spielen? Könnte sie eine spielen? Sie war die Geliebte meines Sohnes. Ja? Mein Name ist Derek, ich bin Beamter der Kriminalpolizei. Ich rufe aus der Wohnung von Dr. Prestel an. Sie sind Frau Kolberg? Ja. Waren Sie heute Abend in Begleitung von Dr. Prestel? Ja. Nun, Herr Dr. Prestel ist heute Abend vor seiner Garage erschossen worden. Was? Was haben Sie gesagt? Nein. Nein, nein, legen Sie auf. Ich rufe Sie sofort zurück. Ja, Derek? Ich bin von der Mordkommission hier. Ja, gut, ich wiederhole. Dr. Prestel ist heute Abend vor seiner Garage erschossen worden. Hallo? Ja, ich bin noch da.
Haus aus. Erschossen. Vor seiner Garage erschossen. Wer hat ihn erschossen? Der Täter ist unbekannt. Ach. Ich muss das erst mal begreifen, alles ich. Oh. Oh. Ja, ich komme sofort zu Ihnen. Ich habe das Gespräch mit angehört. Tot? Ja. Es tut. Kein schönes Ende. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Vergiss nicht, liebe Dora, dieser Mann ist nicht mein Freund. Hast du etwas damit zu tun? Wie soll ich deine Frage verstehen? Ob ich ihn umgebracht habe? Entschuldige, das war mein erster Gedanke. Hast du etwas damit zu tun? Du meinst, nach diesem Nachmittag, der mir zugesetzt hat, was ich zugebe. Er hat mir so sehr zugesetzt, dass zu viel verlangt wäre, von mir Mitgefühl zu verlangen. Was du sicher nicht verlangen wirst. Was hast du vor, Dora? Ich muss hin, ich muss sehen, was passiert ist. Ich muss hingehen. Ist etwas passiert, Herr Kolberg? Ja. Stellen Sie sich vor, man hat Dr. Pressel erschossen. Herr Kolberg erwartet Sie. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht entgegenkomme. Guten Tag, Herr Kolberg. Ich komme bestimmt ungelegen, ja? Das waren die Herren von der Werbung. Bücher zu verkaufen erfordert heutzutage mehr Verstand, als sie zu schreiben. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie ansehe. Aber ich hatte in meinem Leben noch nie mit der Polizei zu tun. Abgesehen von der Verkehrspolizei natürlich, aber die Kriminalpolizei ist mir neu. Dazu noch die Mordkommission. Kein schöner Beruf. Wie kommt man dazu? Eine innere Berufung. Was, bitte? Nein, so würde ich es nicht nennen. Ja, warum geht man zur Polizei? Ja, mein Gott, ich... Eigentlich wollte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Pardon. Nur ein neugieriger Verleger ist letzten Endes ein... Wirklich guter Verleger. Sie haben das Wort, bitte. Nehmen Sie doch Platz. Also, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Es geht um den Mord an Dr. Prestel. Wir haben gestern Nacht noch mit Ihrer Frau gesprochen und Ihrer Frau, Herr Kolberg. Sie hält es für möglich, dass Sie in irgendeiner Weise mit diesem Mord zu tun haben. Irgendeiner Weise? Wenn dies eine Aussage ist oder eine Einlassung, wie sagt man? Ja, nein, ich würde schon eine Aussage nennen. Sind Sie doch sehr unbestimmt. Was heißt in irgendeiner Weise? Habe ich vielleicht diesen Mann erschossen? Nun, jedem Mord liegt ja bekanntlicherweise ein Motiv zugrunde. Und wenn der Täter nicht sichtbar ist, dann kümmert man sich um das Motiv. Und Sie hätten eins. Preist du mal der Liebhaber Ihrer Frau? Der Liebhaber meiner Frau, ganz richtig. Geht Ihnen doch sicher auch so, dass Sie sofort etwas empfinden, wenn Sie einem Menschen begegnen. Sympathie oder Aversion. Sind Sie frei davon? Nein, also kurioserweise nicht, nein. Dr. Pressel war mir von Anfang an zuwider. Der ganze Mann nicht Fisch noch Fleisch, ein schwammiger Charakter, hat mich sehr gestört. So ein Mann. Der Liebhaber meiner Frau. Ja, aber die Tatsache, dass Ihre Frau überhaupt einen Liebhaber hatte? Mein Unfall, da sparen Sie mir Details. Ja, ich verstehe das nicht. Wie kommt Ihre Frau denn dazu, Sie zu beschuldigen? Ich... Meine Frau besitzt eine angeborene Fähigkeit zur Aggression. Gestatten Sie mir eine Frage, lieben Sie Ihre Frau? Ja. Können Sie ein Auto fahren? Nein. Mein Fahrer holt mich morgens ab und bringt mich auch nach Hause. Kann ich mit diesem Fahrer mal sprechen? Bitte.
Ein Mörder. Soskind soll noch kommen! Herr Soskind? Soskind, dieser Herr ist von der Kriminalpolizei. Möchte dich sprechen. Muss ich dabei sein? Nein. Gehen Sie Herrn Soskind nach, bitte. Sie fahren Herrn Kolberg schon lange, Herr Soskind? Ja, seit 20 Jahren. Herr Kolberg ist nie selbst gefahren? Doch, doch. Bis er seinen Unfall hatte. Danach nicht mehr, danach konnte er nicht. Haben Sie Herrn Kolberg gestern Abend gefahren? Nein, ich habe ihn gegen Mittag nach Hause gefahren. Ah, gegen Mittag schon? Er hält nicht mehr so lange durch. Das lange Sitzen strengt ihn an, alles strengt ihn an. Aber er ist doch sehr willensstark, nicht wahr? Wir bewundern ihn alle sehr. Natürlich bewundern Sie ihn alle sehr. Mein Mann hat immer gewusst, wie er die Menschen behandeln muss. Sie lieben ihn. Sie würden ihn immer schützen. Haben Sie mit Soskind gesprochen? Ja. Er hat ihn gestern gegen Mittag nach Hause gebracht. Und er hat ihn nicht abends wieder abgeholt? Ihn nicht hingefahren zu Prestel? Er sagt nein. Haben Sie ihm zugesetzt? Entschuldigen Sie. Sie sind alle verschwiegen, da redet keiner von selbst. Wissen Sie, mein Mann ist in seinem Verlag so eine Art lieber Gott. Niemand, der etwas gegen ihn sagen würde. Er ist eine unglaublich starke Persönlichkeit. Da kommt er. Das ist sein Wagen. Guten Tag, Herr Kolberg. Haben Sie schon gegessen? Ich habe keinen Hunger. Nicht den geringsten. Störe ich? Nein, du störst nicht. Der Herr von der Mordkommission war heute schon bei mir im Verlag. Wir haben Tee getrunken und uns über Dr. Prestel unterhalten. Was hast du gesagt? Dass mir der Mann ein Greuel war, vollständig contre-coeur. Ich nehme an, dass ihm das nichts Neues war, nachdem er mit dir gesprochen hat. Machen Sie mir einen Drink, Frau Wilmers. Was hat sich Neues ergeben? Nichts. Sind Sie vernommen worden, Frau Wilmers? Ja. Ich wurde gefragt, ob ich bezeugen kann, dass Sie gestern Abend zu Hause waren. Wie konnten Sie das? Sie haben doch geschlafen. Wie ich weiß, haben Sie einen gesegneten Schlaf. Und genau das hat sie ausgesagt. Abgesehen davon, dass mir Dr. Prestler ein Greuel war, frage ich mich natürlich auch, wer der Täter sein könnte. Der Mann war Strafverteidiger, kein guter Dankeschön. Ein Mann, der sich Feinde geschaffen hat. Kennen Sie Dr. Prestel beruflich? Ja, ja. Ich habe ihn gekannt. Ja. Umso besser. Dann sind Sie möglicherweise auch der Meinung, dass dieser Mann beruflich eine Niete war. Könnte der Täter nicht zu finden sein unter seinen Klienten? Der Mann hat doch dauernd mit Verbrechern zu tun gehabt. Genau das untersuchen wir gerade. Dann ist noch nicht alle Tage Abend. Ja. Auf Wiedersehen, Frau Wilmers. Auf Wiedersehen. Sieh mich an. Alexander. Du hast etwas mit dem Mord zu tun. Hast du es getan? Wie konntest du nur?
du, Dora, mit diesem Mann. Du. Und dieser Hohlkopf. Du gibst es also zu. Kolberg. Kolberg verfügt über eine geradezu unglaubliche Beherrschung. Er ist intelligent, willensstark, er ist ironisch. Ja, nicht auch ein bisschen zynisch? Ich meine, nach so einem Unfall? Ja, zynisch ist er nicht. Sagen wir so, er weiß genau, was er will. Und es ist ein unglaublicher Hass in diesem Haus. Könnte es nicht selber gewesen sein? Nein. Prestel ist mit Frau Kolberg auf dem Empfang. Bis ungefähr 11 Uhr. Herr Kolberg? Der ist schon schlafen gegangen. Nach Aussage von Frau Wilmers. Ja, eben. Dr. Prestel bringt Frau Kolberg nach Hause. Es ist kurz vor 12. Da wartet der Mörder schon vor Prestels Garage. Ja. Hat Frau Kolberg eigentlich ihren Mann gesehen, als sie nach Hause kam? Nein, sie schläft im ersten Stock und ihr Mann seit seinem Unfall unten in einem Zimmer. Was meinst du, liebt Kolberg seine Frau? Stefan, liebt Kolberg seine Frau? Ich glaube auf eine geradezu extreme Weise. Dann bleibt nur die Frage, wie hat er es gemacht? Er muss einen Helfer gehabt haben. Ist der Kolberg da? Ja, erwartet er Sie. Wir sind nicht angemeldet, wenn Sie das meinen. Er hat gerade eine Besprechung. Ja, dann fragen Sie noch mal, ob er einen Augenblick Zeit für uns hat. Guten Tag, Herr Soskin. Guten Tag. Harry, das ist der Soskin, das ist der Fahrer von Herrn Kolberg. Guten Tag. Ach, ich habe gerade eine Frage an Sie. Der Wagen, mit dem Sie jeden Tag Herrn Kolberg abholen, wo steht der für gewöhnlich? Bei mir in meiner Garage. Und abends, da nehmen Sie noch wieder mit nach Hause, nicht? Es geht ja nicht anders. Und in der Garage von Herrn Kolberg, was für Wagen gibt's da? Ja, da steht der Wagen von Frau Kolberg und dann steht da noch der Wagen von Frau Wilmers. Danke, Herr Soskin. Herr Kolberg erwartet Sie. Kommen Sie, meine Herren, nehmen Sie Platz. Guten Tag, Herr Kolberg. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Guten Tag, Herr Klein. Ja. Was kann ich für die Herren tun? Wir hätten uns gerne mal in Ihrem Verlag umgesehen. Wir würden gerne mit Ihren Mitarbeitern sprechen und zwar ganz offen. Ganz offen wollen Sie sprechen? War die Beziehung Ihrer Frau zu Dr. Prestel hier im Verlag bekannt? Ja, sprechen Sie doch ganz offen mit meinen Mitarbeitern. Erika, rufen Sie mal alle zusammen, sagen Sie, dass die Polizei ein paar Fragen zu stellen wünscht. Drücke ich mich da richtig aus? Durchaus richtig. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, die einen sehr persönlichen Charakter haben. Worum geht es? Na, um Ihren Chef, um Herrn Kolberg, um seine Persönlichkeit, um seine persönlichen Beziehungen, auch die zu Ihnen. Herr Derrick? Ja? Was wollen Sie denn da wissen? Sie stellen diese Fragen doch aus einem bestimmten Grund. Den Grund sollten Sie uns erst mal sagen. Er hat uns gesagt, dass er unter Mordverdacht steht. Ach. Ach, das hat er Ihnen gesagt. Wissen Sie, wir sind hier alle sehr offen miteinander. Auch über persönliche Dinge wird hier ganz offen geredet, weil man weiß, dass man sich unter Freunden befindet. Könnte man sagen, dass Sie so etwas Ähnliches sind wie eine einträchtige Familie? Ja, das ist durchaus richtig. Die meisten sind schon sehr lange hier und wissen es zu schätzen, dass auch in schwierigen Zeiten niemand entlassen würde. Tja, dann damit haben Sie eigentlich schon eine meiner Fragen beantwortet, nämlich die nach der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Chef. Und wir alle hier bewundern diesen Mann, der sein Schicksal mit solcher Fassung trägt. Sie sehen doch, was ein betrunkener Autofahrer angerichtet hat. Er hat diesen Mann zu Schanden gefahren. Der Unfall veränderte sein Leben.
Mit mir hat er darüber gesprochen. Auch mit mir. Und fragen Sie mal Herrn Sorskind. Er hat mit allen gesprochen. Er brauchte es, dass man ihm zuhörte. Mitgefühl brauchte er. Verständnis. Das gab ihm die Kraft, die er brauchte. Wenn er nicht wahnsinnig werden wollte. Mitgefühl und Verständnis. Bekam er das nicht von seiner Frau? Warum fragen Sie uns das? Sie wissen doch, was mit dieser Frau ist. Sprach er auch darüber? Auch darüber. Er sagte eines Morgens, meine Frau hat sich einen Liebhaber genommen. Und das war noch schlimmer als der Unfall selbst. Warum schlimmer? Weil er seine Frau liebte. Das waren Tage, an denen wir alle Angst um ihn hatten. Danke. Albert. Bis morgen. Bis morgen, Herr Kreuz. Tag, Frau Wilmer. Ist meine Frau zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Sie können sofort essen. Wie war es im Verlag? Nichts Besonderes. Das heißt doch, die Polizei... Die Polizei war wieder da. Ja, ich habe sie hingeschickt. Du hast sie hingeschickt? Ja. Ich habe ihnen gesagt, dass du im Verlag nur Freunde hast. Aber Freunde können auch Komplizen sein. Haben alle befragt bis zum Telefon, Fräulein. Die Gute kam sich ganz wichtig vor. Was dabei herausgekommen ist, ich weiß es nicht. Aber die Polizisten werden sich schon ihre Gedanken machen. Sie kamen mir ganz gescheit vor. Bis an mein Lebensende werde ich davon überzeugt sein, dass du bei diesem Mord die Hand im Spiel gehabt hast. Meinst du nicht, dass du dich daran gewöhnen könntest, dass es diesen Mann nicht mehr gibt, dessen Bedeutung du so sehr überschätzt? Frau Wilmers, wir können essen. Nur müssten wir Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Könnten Sie bei uns vorbeischauen? Ich überlege nur eines. Und zwar hast du das gesagt. Du hast gesagt, er sei so liebenswürdig, wie es manchmal nur ganz Verzweifelte sind. Gegen Verzweifelte hat man immer eine Chance. Harry, haben wir die Adresse von Sorskind? Sie stören nicht. Kommen Sie nur rein. Das sind die Herren von der Polizei. Ich habe dir erzählt, die heute im Verlag waren. Guten Abend. Guten Abend. Nein, Sie brauchen nicht hinauszugehen. Bleiben Sie nur hier. Wenn Sie mir nicht Fragen stellen wollen? Ja, aber Ihre Frau kann bleiben. Ich habe nichts dagegen, dass sie zuhört. Die Fragen gelten ja auch ihr. Sie haben ein sehr enges Verhältnis zu Ihrem Chef, nicht wahr? Ja. Ein vertrautes Verhältnis, kann man das sagen? Ja. Er ist der Pate unserer Kinder. Ein großartiger Mann, der uns allen sehr geholfen hat. Meine Frau ist nicht ganz gesund. Ich wiederhole meine Frage. Haben Sie in der Nacht, in der Dr. Prestl erschossen wurde, Herrn Kolberg gefahren? Nein. Sie nehmen das auf Ihren Eid? Ja. Sie wissen, wo Dr. Prestl wohnt? Ja, das weiß ich. Woher wissen Sie das? Nun, Herr Kolberg bat mich, ihn dorthin zu fahren. Ich habe das 2-3 Mal getan. Er hat mit Dr. Prestl gesprochen? Nein, nein. Er sagte... Meine Frau ist nicht nach Hause gekommen. Sie kümmert sich um meinen Prozess. Fragt sich nur, in welcher Weise. Soll ich nicht irgendetwas tun, Herr Kolberg? Das kannst du schon tun. Ich könnte Leuten sagen, dass sie ihre Frau zu sprechen wünschen.
Es wäre nicht gut, wenn sie entdecken würde, dass sie ihr Nachfahre. Eifersüchtiger Ehemann ist das Lächerlichste, zugleich das Unglücklichste. Fahr los, fahr weg. Vielleicht sehen sie noch einen Untergang. Decken. Sie haben Kolberg öfter vor das Haus gefahren? 3-mal. Hat er Ihnen leid getan? Ja, sehr. So sehr, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Kann ich mal den Wagen sehen? Warum wollen Sie denn den Wagen sehen? Also, ich habe das dauernd vor Augen. Er steht vor Prestels Haus, er starrt hinauf, er sieht die erleuchteten Fenster. Er weiß, da ist meine Frau und sie betrügt mich. Er war's, Harry, er war's. Irgendwie hat Kolberg das geschafft. Wie spät ist es eigentlich? 9. Gut, dann fahren wir zu ihm. Herr Kolberg hat sich schon zurückgezogen. Frau Kolberg? Ist noch nicht aus der Stadt zurück. Ich hätte Sie gern gesprochen, Frau Wilmers. Sie wohnen doch hier im Haus, nicht wahr? Das ist meine Nichte Lisbeth. Die Herren sind von der Polizei. Guten Abend. Guten Abend. Soll ich hinausgehen? Nicht nötig, bleiben Sie nur. Ihre Nichte wohnt auch ständig hier? Nein, nein. Sie besucht mich nur ab und zu. Seit wann wussten Sie, dass Dr. Prestel der Geliebte von Frau Kolberg war? Seit 4 Wochen. Herr Kolberg läutete. Ich habe hier oben meine Klingel. Es war gegen 11 Uhr nachts. Frau Kolberg war noch nicht nach Hause gekommen. Da stand er im Wohnzimmer auf seinen Krücken und schrie. Wissen Sie, Frau Wilmers, dass meine Frau mich betrügt? Ich sagte, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja ungeheuerlich. Er sagte, diese Ungeheuerlichkeit ist eine Tatsache. Meine Frau betrügt mich mit Dr. Prestel. Herr Kolberg, Sie entschuldigen mich. Ja, ja. Ich glaube, wir sind zu laut. Herr Kolberg möchte Sie sehen. Ich habe ihm gesagt, dass Sie da sind. Gehen Sie jetzt auf die gute Frau Wilmers los? Ich vergaß das persönliche Umfeld, aber glauben Sie mir, Frau Wilmers hat damit nichts zu tun. Außer, dass sie die Person kennt, mitempfindet, sich eindeutig auf eine Seite gestellt hat, auf meine. Sie vertritt meinen Standpunkt. Ergreift meine Partei. Das darf sie doch. Interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Frage, hat Frau Wilmers Sie in der Mordnacht gefahren? Mit welchem Wagen denn? Nein, Ihren. Sie hat ja einen. Sehen Sie sich den noch mal an. Ein Kleinwagen. Nichts, um darin ein langes und totes Stück Holz zu transportieren. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nicht fertig. Wenn er es getan hat, was hat er sich davon versprochen? Das ist nicht ein Mann, der nur einfach seine Rache haben will. Das ist viel zu simpel. Der Mann hat ein Konzept. Er liebt seine Frau, das ist sicher. Er liebt sie auf eine ganz besondere Weise. Auf eine Weise, die unauflöslich ist. Und wenn er sie... Moment mal, ist es das? Will er, dass seine Frau zu ihm zurückkehrt? Dass sie empfindet wie er?
Unauflösbarkeit. Daran wird er scheitern. Heute ist ein wunderschöner Tag, Frau Wilmers. Ihre Lisbeth, man sieht sie und spürt sofort einen Menschen mit Wärme. Das ist überhaupt die Frage, ob es nicht. Und das Kriterium eines Menschen ist Wärme. Ob er sie hat, ob er sie nicht hat. Passen Sie auf, dass Lisbeth den richtigen Mann erwischt. Gibt es den? Sie, hin und wieder gibt es Männer, die verdienen, die richtige Frau zu bekommen. Kommt meine Frau nicht runter? Schon 9 Uhr. Ihre Frau packt ihre Koffer. Wann möchte sie sprechen? Aber ich will ihn nicht sprechen. Es kommt nichts dabei heraus. Ich bin fertig. Ich lasse das Gepäck dann abholen. Ja, Brand steht unten an der Treppe. Weg. Das ist eine Entscheidung, die du in der Aufregung triffst. Eine Aufregung, für die ich Verständnis habe, aber die vorbeigehen wird. Die Vernunft hat bei dir schließlich immer die Oberhand behalten. Harry? Ja? Wo ist Kolberg eigentlich operiert worden? Muss er Herrn Kolberg nicht abholen? Er hat mir für heute keine Uhrzeit gesagt. Albert? Ja? Du hast vor der Polizei eine falsche Aussage gemacht. Nein. Aber er hat dich doch angerufen, in der Nacht, als das alles passierte. Und du bist hingefahren zu ihm. Ja. Aber ich habe ihn nicht gefahren. Er rief mich an, sagte, Albert, ich brauche den Wagen. Ich habe den Wagen rausgeholt und bin losgefahren. Ich wunderte mich, denn gewöhnlich braucht er den Wagen so spät abends nicht mehr. Und dann sah ich ihn. Herr Kolberg, Sie sind allein? Hier, Soskin. Wohin soll ich Sie fahren? Ich brauche dich heute nicht. Herr Kolberg. Das Gefühl ist noch sehr schwach. Weißt du, aber nicht, Soskin. Lass mich. Aber ich kann den rechten Fuß kann ich sehr gut. Ja, Sie können doch nicht fahren. Sehr gut bewegen. Nein, das kann ich nicht zulassen, Herr Kolberg. Ich fahre langsam. Wohin wollen Sie denn? Da nichts, Soskind.
Du wartest hier, solange es auch dauert, bis ich zurückkomme. Und wirst niemandem erzählen, dass ein paar Nerven wieder funktionieren. Hast du verstanden? Ich habe es niemandem erzählt. Und ich werde es niemandem erzählen. So ganz erfolglos waren die Operationen nicht. Wir haben ein paar Nerven wieder zusammengepflegt. Und vor einer Woche bestätigt unser Kolberg, dass er Gefühl verspüre. Er konnte, ganz vorsichtig natürlich, wieder einen Fuß vor den anderen setzen. Herr Professor, glauben Sie, dass er in der Lage gewesen sein könnte, ein Auto zu fahren? Warum sollte er Auto fahren? Soviel ich weiß, hat er doch einen Fahrer. Aber er könnte auch selber fahren, wenn er wollte. Er könnte Gas- und Bremspedal bedienen. Der Mann kann sich doch in diesem Zustand nicht an das Steuer eines Autos setzen. Und wenn er es täte? Es wäre möglich. Aber unverantwortlich. Soskin, ich frage Sie jetzt wirklich zum letzten Mal. Hat sich Herr Kolberg in der Mordnacht in seinen Wagen gesetzt, hat er seinen Wagen gefahren? Denn Sie müssen es wissen. Der Wagen steht hier bei Ihnen in einer verschlossenen Garage. Wie soll denn dieser Mann einen Wagen fahren können? Sie haben doch gesehen, wie mühsam er sich fortbewegt. Beantworten Sie bitte nur meine Frage. Hat Herr Kolberg in der Mordnacht seinen Wagen benutzt? Nein. Und ich frage nochmals, wie sollte er denn? Kommen Sie mit, wir fahren zu Herrn Kolberg. Wo ist er? Er will nicht gestört werden. Er ist in keiner guten Verfassung. Seine Frau hat das Haus verlassen. In welchem Zimmer ist er? Im Schlafzimmer.